So, liebe Leute, ein herzliches Willkommen zurück. Der Kalle wieder für euch am Mikrofon. Und hier waren wir stehen geblieben in Uncharted. Und hier geht's weiter. Wir gucken erstmal. Was glaubst du, wer diese Typen sind? Die, die unwürdig sind, denke ich. Ich glaube, Avery oder Thomas Two will uns nur Angst machen. Zum Glück sind wir knallharte Schatzsucher. Zum Glück. So. Okay. Jetzt müssen wir doch mal schauen, das sieht ja aber ziemlich nice aus hier auch wieder. Wo geht's denn hier weiter? Hier hinten. Okay, da schauen wir mal, was da so... Oh, eine Brücke. So, hier lang. Brücke wird so sicher wie die anderen. Ja. Bis jetzt hat sie gehalten. Berühmte letzte Worte. Okay, dann versuchen wir es mal. Wahrscheinlich geht's voll in die Hose. Uah. Oh, schon okay. Sie hält. Los. Komm rüber, Jung. Jetzt steht er da rum. Diese Brücken sind nicht vorschriftsmäßig gebaut. Aber klar doch. Piratenvorschrift. Nicht schlecht. Was eine Lache. Was eine Lache von dem Typen, ey. Das ist echt krass. So. Oh nein. Ich hab jetzt noch Steine im Schuh vom Rutschen. Okay, dann müssen wir wieder rutschen. Boah. Wir probieren es mal, meine Lieben. Ich kann für nichts garantieren. Okay. Boah. Ich hab's gewusst. Shit. Das ging in die Hosen, du, vom Feinsten. Okay, dann müssen wir hier wieder anfangen. Uah. Einmal hier lang. Einmal über die Brücken. Oh, schon okay. Sie hält. Los. Hier hoch. Ich muss mich auch erstmal wieder in die Steuerung reinfixen hier. Ich habe jetzt eine ganze Weile nicht gespielt. Okay, wir versuchen es. Ah, perfekt. Piratenvorschrift. So. Hier hochkommen. Sehr schön. Und jetzt? Hui. Das sieht wirklich verdammt hoch aus. Ah, hier geht's weiter, okay. Und hoch. Okay. Was haben wir denn hier? Nichts Interessantes, wie es scheint. Uah! Also zurück gehen wir nicht da lang. Wenigstens sind wir nicht in eine Grube gefallen oder so. Okay. Schick. Das ist raffiniert, kann man wohl sagen. Totschick, würde ich sagen, oder? So. Was müssen wir denn hier jetzt tun? Noch ein Hebel. Vorsichtig. Ja, ich ziehe nur schnell die Hand daraus. Boah. Himmel. Ziemlich ausgeklügelter Test. Prüfung. Ja. Und der Typ wird wohl nicht bestanden. Machen wir es besser. Tja. Da unten, da ist etwas. Ein Eimer. Okay. Was jetzt? Ich würde sagen, den füllen wir mit irgendwas, ne?
hier geht's nicht runter. Oder da vorne? Hier könnten wir unser Glück versuchen. Ja. Und hier ist Wasser. Eimer voll. Gut, gib ihn mir hoch. Ja, wo bist du denn? Da unten. Alter, mach den. Ich stelle ihn zurück auf das große Rad. Mal sehen, wofür die Räder sind. Okay, ich glaube, ich weiß, was hier los ist. Ist da was mit den drei Kreuzen? Ja, das sind Jesus, unser guter Dieb Dismas und der böse Dieb Gestas. Dann ist das weiße Kreuz Dismas. Und das schwarze ist Gestas. Okay, das schwarze ist Gestas und das weiße Dismas. Das heißt, wir müssen schwarz ist... Dann müssen wir das hier einmal so drehen, oder? So rum müsste es stimmen, oder? Das hier ist genau so. Und da muss das Schwarze hier rüber. So. Jetzt brauchen wir hier noch das Weiße. Müssen wir denn hier nehmen, oder? Ah, jetzt müssen wir gucken, dass wir das hier so hinkriegen. Warte mal. So, jetzt müssen wir den hier drehen. Genau. So. Jetzt haben wir das Weiße links und das Schwarze rechts. So rum war es auch, ne? Na also. Hey Sam, war Dismas links von Jesus? Guckst du von vorne oder von hinten drauf? Von vorne. Dann war er links. Okay, das habe ich auch. Genau. Das heißt, dann müssen wir bloß das andere noch da hochbekommen. Wie kriegen wir das hin? Wenn wir hier drehen, wenn wir hier drehen. Wenn wir hier drehen vielleicht. So, pass auf. Jetzt hier genau so. So, und jetzt? Und das war's? Du könntest am Hebel ziehen. Könnte ich. Ja, wir versuchen es einfach mal. Nathan. Bist du dir ganz sicher? Bis gerade schon. Jetzt habe ich hier gerade ein Schlückchen Kaffee genommen. Wir probieren's. Ansonsten sind wir gleich tot. Oh, Mist. Die Kreuze sind definitiv alle am Platz. Na, dann ist es der Eimer wohl nicht. Da ist das Licht ganz oben. Wir müssen da vielleicht, muss das andere Kreuz vielleicht ganz nach oben. Hier. So vielleicht. Aber dann fehlt ja... Es bringt ja nichts, wir müssen es ausprobieren. Wenn wir drauf gehen, gehen wir drauf. Ich glaube, es ist falsch wahrscheinlich. Gehen wir wahrscheinlich. Scheiße. Okay. Nee. Das war viel zu knapp. Geht's dir gut? Noch atme ich. Ja, aber das. Es geht ja nicht anders. Wir können maximal noch die Kreuze tauschen.
Oder muss der Eimer dann ganz da oben hin? Es kann natürlich sein, dass der Eimer da oben hin muss. Hey, warum hat sich was bewegt, als du den Eimer draufgestellt hast? Ein Kanal verläuft vom Mechanismus zur Tür. Okay, Eimer oben ist also gut. Lass ihn da. Okay, das muss ja es sein. Finden wir es raus. Wir? Ziehst du dann am Hebel? Nathan, sieh mal. Du hast es. Hey, siehst du? Nate Kulasch. Kein Nate am Spieß. Wenn das also ein Test war, was wurde dann genau getestet? Einen Eimer füllen? Man musste vom heiligen Dismas wissen, über den Avery und seine Mannschaft bestimmt alles wussten. Kein allzu schwerer Test. Vielleicht ist das nicht der einzige. Okay, dann gehen wir mal weiter. Den Test haben wir ja gut rumbekommen. Eben habe ich schon gedacht, wir stützen wieder ab. So, einmal hier weiter. Und einmal hier rüber. Und hier oben können wir uns... Okay. Und jetzt? Oh, ah, natürlich voll dran geknallt. Ja, wo müssen wir denn jetzt hin? Hier rüber vermutlich. Genau. Okay, sehr schön. Okay. Wir müssen bestimmt hoch zur kaputten Brücke. Natürlich müssen wir das. Hey, komm, ich helfe dir hoch. Ich komme. Was denn sonst? Natürlich müssen wir da nach oben. Ich hab hier oben was für dich. Ja, dann mal runter mit dem Kram. Versuche mit der an die Haltegriffe in der Mauer dann zu kommen. Gute Idee. Uah! Alter! Haltegriffe an der Mauer. Kann ich jetzt nicht einfach hier hinstellen und draufspringen und dann ist gut? Na doch, geht doch. So. Wo ist er denn jetzt hin? Der Knetkopf. Hier oben, Nathan. Ach, da bist du. Wie bist du jetzt da rübergekommen? Freund! Wie bist du denn jetzt da rübergekommen? Das reicht doch niemals, wenn ich da rüberspringe, ne? Ne, sag ich doch. Wie ist denn der jetzt darüber gekommen? Meine Fresse. Hier ist auch nichts, was man festmachen kann. Hier geht's nicht weiter. Ey, sag mal, das darf jetzt nicht wahr sein. Wie ist denn der darüber gekommen? So vielleicht, wenn ich hier rüber springe. Ah ja. Mir nach. Ah, ja. Wo ist er jetzt hin? Wir machen es einem echt nicht leicht, oder? Es war bestimmt leichter, als die Brücken und Stege noch nicht kaputt waren. Wir sind wohl ein paar Jahrhunderte zu spät dran. Dann müssen wir doch da rum. Dann hier hoch und dann da hoch. Hier drin ist. Und da rein. Hey, die Decke hier ist niedrig. Pass auf deinen... Au! Ja, ich passe auf meinen Au. Echt jetzt? Hier lang. Vielleicht hier durch?
Ich sehe hier ein Licht. Ein Licht am Ende des Tunnels. Oh, Katakomben. Oh, das ist logisch. Unter einer Kathedrale. Aha. Sehr nice. So, haben wir hier irgendwas, was uns interessiert? Vermutlich weniger. Oh. Da kommt Wasser aus der Decke. So. Einmal hier weiter. Hey, warte. Hör mal. Was Erwähnenswertes von den Schlafsälen? Nichts, abgesehen von ein paar Grabsteinen mit klugen Sprüchen. Und die Grabungen am Kapitelsaal? Abgeschlossen, Ma'am. Im Nordwesten haben wir auch alles aufgegraben. Was ist mit dem südlichen Gebiet? Noch nicht. Es dauert einen Tag, den Kran dahin zu schaffen. Nadine? Dann tun Sie das. Und fangen Sie schon mal ohne Kran an. Ich werde sofort ein paar Männer hinschicken. Gut. Rafe, hattest du Glück mit den Manuskripten? Können wir kurz reden? Machen Sie Meldung. Ja, Ma'am. Hast du gehört? Da ist ein kompletter Anbau unter der Kathedrale. Hab ich. Hast du ihn gesehen? Nein. Wieso? Weil nicht mehr viel übrig war, nachdem sie ihn entdeckt hatten. Meine Männer waren etwas unbekümmert. Sie sind wie 100 bewaffnete Elefanten im Porzellanladen. Aber sie haben in 2 Tagen größere Fortschritte gemacht als wir in Monaten. Fortschritte? Schutt bringt mir nichts. Okay. Okay. Danke. Ich sag Ihnen, Sie sollen dich warnen, bevor Sie den Vorschlaghammer rausholen. Oder Sie halten sich zurück, bis ich die Hinweise untersucht habe, die Sie noch nicht in die Luft gejagt haben. Nein, wir können nicht noch länger untätig rumsitzen. Bei allem Respekt. Ich glaube, ich kenne mich in diesen Dingen etwas besser aus als du. Wir haben deine Art versucht. Blödsinn. Du wolltest hier alles von Anfang an platt machen. Nein! Ich wollte das Kreuz stehlen, lange bevor es in die Auktion gelangt ist. Dieselbe Auktion, zu der ich meine Männer nicht mitnehmen durfte, für den Fall der Die Auktion Fälle. War die sauberste Art, Aber das Kreuz zu bekommen. Mein Bauchgefühl habe ich auf dich gehört. Und jetzt haben wir Konkurrenz. Na, ich hatte doch nicht mit ihm gerechnet. Oder vielleicht wolltest du ihn hervorlocken. Wieso zum Teufel sollte ich das tun? Weil du glaubst, dass du ihn brauchst. Vielleicht stimmt das. Der Punkt ist, ich bin die saubere Tour leid. Ist der Schatz hier, finden wir ihn. Und wenn nicht, tja. Vielleicht soll es einfach nicht sein. Hey. Nimm's nicht persönlich. Na klar. Ich sag dir Bescheid, falls wir was finden. Halten wir uns lieber ran, bevor die den Schatz in Stücke sprengen. Oder anfangen rumzuknutschen. Hey, warte. Glaubst du, sie hatte recht? Womit? Dass Rafe dich hervorlocken wollte. Solange er nicht die Oberhand gewinnt, wen juckt's? Ist doch unwichtig.